Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Joa, wie immer natürlich erstmal fangen wir mit den Gratis-Truhen an, die wir ja schön öffnen können. Und wie ihr gesehen habt, ich habe es geschafft, alle Truhen zu öffnen. Aber, das war ganz schön hart. Ich musste für die Truhen hier bis 3 Uhr nachts wach bleiben, bis ich die letzte schaffe. Bis ich dann schlafen gehen konnte und die 8-Stunden-Truhe öffnen konnte. Das heißt, für diese Aktion würde ich mir doch schon mal von euch gerne einen Daumen hoch wünschen, weil ich es durchgezogen habe und für euch geschafft habe, alle Truhen zu holen. Und das, obwohl ich so lange wach war und eigentlich gar nicht so lange wach bleiben wollte. Ich wollte eigentlich recht früh heute mal ins Bett gehen, aber okay. Aber gut, wir kriegen ein paar Lakaien. Ich war auch schon überlegen, ob ich mal wieder um ein paar Lakaien bitte, aber habe ich nicht gemacht. Oh, jetzt haben wir 19 Barbaren, sehr schön. Ich habe nämlich um Barbaren gebeten. Und ich habe sehr viele Barbaren bekommen, was mich sehr gefreut hat. Danke nochmal an euch alle, dass ihr mir doch so viele Barbaren geschenkt habt. Obwohl die eigentlich recht gut sind. Ja, und ich denke mal, dass jeder ein paar Barbaren braucht. Wir bitten einfach nochmal um ein paar Barbaren. Vielleicht kriegen wir welche. Und hier haben wir die lieben Goblins, die ich leider noch nicht upgraden kann, wo uns noch ein bisschen Geld fehlt. So, und da jetzt Wochenende ist, natürlich wünsche ich euch natürlich auch ein herzliches, wunderschönes Wochenende. Heute ist Samstag. Und heute ist das Samstag, oder? Ja, stimmt, ich muss Abend weg. Muss heute Abend auf dem Junggesellenabschied. Aber keine Angst, liebe Leute, ich werde nicht viel trinken, da ich Fahrer bin. Das heißt, ich werde gar nichts trinken, nur Cola. Weil, wenn ich Fahrer bin, trinke ich gar keinen Alkohol. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten mal. Damit wir das auch heute noch voranschaffen hier. Dass ich das alles pünktlich schaffe zum Hochladen und alles. Bis ich dann los muss, auch wenn das erst heute Abend ist. Aber trotzdem muss ich ein bisschen überwachen, ob das alles hochgeladen wird, auch von YouTube-Seite her aus. Weil ab und zu gibt es ja immer Probleme, wie man das kennt. Deswegen immer gut drauf achten. Den werden wir, glaube ich, mit den Lakaien gleich wegbashen. So ist der Plan. Ob die Umsetzung auch so gut wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass es das wird. Die Hexe sollte den schaffen. Wir sollten gleich einen Tower bekommen, was sehr schön ist. Und hier kommen die Lakaien hin, die werden das deffen. Vor allem auch mit dem Bomberman, ohne dass die da selber erheblichen Schaden bekommen, was sehr, sehr schön ist. Sehr, sehr schön ist. So, Lakaien sind weg, aber ist kein Problem. Die waren eh nur zum Deffen da. Das ist alles in Ordnung. Übrigens ist momentan meine Lieblingskarte, laut der Statistik, die Skelettarmee. Ich spiele wohl sehr oft die Skelettarmee. Öfter als die Hexe und alles, was ich faszinierend finde, weil eigentlich spiele ich die Hexe ja wesentlich öfter. Aber gut, so ist das nun mal. Ne, ab und zu brauchen wir auch mal eine wunderschöne Skelettarmee statt einer Hexe. So, gehe ich einfach links durch oder versuche ich rechts auch noch. Ah, okay, da kommt natürlich ein Riese. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber den können wir, denke ich, mal deffen. Hoffentlich bevor der hier ein bisschen rumrage und mich da ärgert. Und wir könnten eigentlich auch hier versuchen, da das so und so zu machen, dass wir da vielleicht ein paar Krönchen bekommen nebenbei. Natürlich super geil. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sieht sehr schlecht aus, weil die Valkyrie ordentlich da aufräumt. Was mir jetzt nicht so gefällt. Aber okay. Ich habe ein bisschen Angst vor der Hexe, weil die Hexe muss erst den Tower-Aggro haben, weil sonst kann ich die Lakaien nicht spielen. Das könnte sonst böse werden und böse enden. Oh, das ist mittlerweile schon böse geil. Natürlich Schaden wir bekommen haben, das ist jetzt nicht so geil. Liebe Leute, das ist echt nicht so geil. Da müssen wir ein bisschen mal drauf achten. Weiterhin so ist und sonst schon. Gibt es eventuell ein kleines Problem, ja? Und das wäre nicht so schön. So, die Hexe soll sich irgendwo drum kümmern, auf jeden Fall. Wachen. Muss ich den deffen? Eigentlich nicht, der wird ja von beiden Seiten gleich angegriffen. Ich denke mal nicht, dass ich den unbedingt deffen muss. Nee, okay. Das freut mich natürlich. So, die ist Stufe 6, die haut ordentlich was weg, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, das ist ja auch nicht so wild. Der Bomberman nervt, aber gut, den haben wir auch weg. Ja, jetzt kommt gleich noch der Drache, der sehr stark am Nerven ist. Nehmen wir den auch noch schnell genug weg. Ah, okay, das war ein bisschen böse jetzt, aber gut. Und K.O. wird es hinauslaufen, auf jeden Fall. Das freut mich einerseits, andererseits aber auch nicht. Ich kenne meine energischen Kronen-K.O. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Aber eigentlich mögen wir es, sag mal, hassen tun wir es trotzdem auch. Weil Kronen-K.O. nie so geil ist, wie man sich das vorstellt, auf jeden Fall. So, könnt ihr euch auch um den Drachen bitte kümmern, das wäre voll nett. So, noch eine Skelettarmee rein, hier nochmal die dahin. Und ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht noch eine zweite Krone bekommen. Wäre natürlich richtig nice.
Aber sieht schlecht aus, weil er sehr gut am Deffen ist, der Kollege. Aber nicht so wild. Hier noch ein paar Lakaien, die sollten sich darum kümmern. Könnt ihr euch bitte um die Valkyrie mitkümmern, weil ich würde gerne mit einer Skelettarmee arbeiten. Egal, spielen wir einfach. Weil Deffen müssen wir auf jeden Fall. Sonst gibt es da ein kleines Problem. Haben wir gut gedefft? Sehr schön. Ich will ihn auf jeden Fall nicht die drei Kronen da lassen, das ist ganz klar. Könnte aber eng werden, auf jeden Fall. Müssen nur noch ein bisschen deffen, dann haben wir es. Oh, damn it. Oh, okay, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ja, hol doch, Alter. Wir haben beide nur eine Krone, Mann. Selber schuld, hätte ich mich noch mal durchlaufen lassen können. Aber gut, ich glaube, das möchte er nicht. Nein, nein. Gute 14. Gute 14, viel Glück. Wenn er überhaupt Oh, danke. Oh, nice. Jemand, der Danke und Bitte sagt. Sehr, sehr nett. Gefällt mir. Packen wir die hin. Ich will eigentlich nicht sowas Kurzfalle spielen. Weil ich den Riesen erst rüberkommen lassen will auf meine Hälfte. Ansonsten ist das, glaube ich, ein bisschen schwachsinnig. Ich den schon vorher ein bisschen ärger und penetriere. Dann hier die Lakaien, die sollten sich um das hintere Kleinkram gerade mal kümmern. Auf jeden Fall um den Bomberman, sehr schön. Au, das hat weh. Da ist ordentlich was weggegangen. Aber ich hoffe, wir kommen da noch ein Stück durch und werden da auch noch ein bisschen Terror machen bei dem Gegner. Das wäre sehr nett. Wenn wir aber keine Valkyrie, das ist eigentlich in Ordnung. Meine Valkyrie tötet einfach zu viele von meinen Einheiten. Es ist nicht so geil, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Das ist natürlich jetzt uncool, dass hier auch noch ein ist, aber gut. Das sollten wir schaffen. LOL, die blöde Piu-Piu-Frau hat da ordentlich was rumgehauen. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber gut, ne? Aber gut, aber gut, aber gut. So ist das nun mal, so ist das nun mal. Da müssen wir durch, das ist seine Qual. Aber so ist das ab und zu mal im Leben. Im Leben, im Leben. In 2 Tagen übrigens ist das neue Update da. Was mich jetzt noch nicht so sehr begeistert, weil da wurden ja die Bombentower gebufft. Was ich ziemlich so gar nicht so null verstehen kann. Weil Bombentower so schon mega nervig und stark waren, dass ich das einfach unnötig finde, dass die gebufft werden. Aber gut. Ne, ist ja. Ich kann ja nicht viel dran machen, es wird einfach so entschieden. Ich habe ja kein Mitspracherecht. Wäre ganz schön cool, wenn doch, aber habe ich ja nicht, ne? Deswegen müssen wir einfach mal gucken, was da so Schönes draus passiert. So, wir könnten noch mal was versuchen. Und zwar die Skelettarmee da lang mit dem da und gucken, was dann passiert. Oder? Es kommt Pfeilhagel, aber ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, mal in Ordnung. Runner, okay, der geht auf den falschen Tower, das sehr gut ist. Der wird sehr blöde gesetzt. Das ist in Ordnung, das freut mich sogar. Zack. Und hier auch nochmal was. Und mit etwas Glück kommen wir gleich ein bisschen durch. Und oh, ne, da kommt der Pfeilhagel schon wieder. Der Pfeilhagel ist immer sehr, sehr böse. Ich mag ihn nicht. Aber der Gegner mag ihn scheinbar. Okay, das werden wir nicht schaffen. Nein. Ah, gutes Spiel. Spiel, Herr Gegner. Ups. Okay. Ups. Gutes Spiel. Ups. Dann würde ich sagen, wir probieren mal unser wunderschönes Deck Nummer 3 nochmal aus. Damit sind wir ja gestern relativ gut gefahren, eine Zeit lang. Deswegen probieren wir es einfach mal. Sollten wir auch mal nach ein paar Karten bitten. Vielleicht nach einem Riesen. Weil ich glaube, Riesen brauchen Leute momentan nicht so viel. Das könnte vielleicht von uns ein Vorteil sein, ne? Viel Glück wünschen wir auf jeden Fall dem Gegner. Ich würde sagen, wir starten ganz ruhig mit einem Elixiersammler. Weil der Kessel bringt uns noch nicht viel, weil wir noch nicht viel haben, was ein bisschen unterstützt, ne? Ein bisschen schade, aber okay. So, die deffen wir so. Das ist klar. Dann haben wir hier auch noch gleich nochmal den Ofen mit rein, weil das wird meine Skelettarmee vernichten. Ja, ja, habe ich mit gerechnet. Und dann würde ich sagen, haben wir da noch einen Magier mit hin, der mit den Kesselleuten das mal ein bisschen durchpustet, habe ich gehört. Was sehr, sehr schön ist. Okay, aber gut. Ah, der Kleine kann doch nicht ab, gerade. Wäre schön gewesen, aber der Kleine wollte nicht.
Aber wir haben gut Schaden gemacht. Mehr als er von, das ist sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren, glaube ich mal, oder? Oder kann man sich darüber beschweren? Ich weiß es nicht. Dabei, Französisch, Französisch. Obwohl ich kann diese Französisch kann. Ist das nicht cool? Okay, da ein bisschen viel gerade. Aber gut. Ich habe Mut und möchte da durch. Okay, bevor die Hexe sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Wir haben einen kleinen Tank vorne voraus, der einiges wegtanken sollte auf jeden Fall. Und in der Hoffnung, dass wir auch gleich den Tower bekommen. Dass wir, lol, ist der geplatzt, Alter. Schaut da! Und weg war der. Nice one. Really, really nice. It's so amazing. It's pretty awesome. Oh. Das sieht nicht gut aus für dich. Das sieht gar nicht gut aus. Sehr schön. Gutes Spiel. Da sind wir sehr schön durchgekommen. Hat mich gefreut. Obwohl wir am Anfang stark Rückschlag hatten, sind wir einfach durchgerusht danach. Sogar Truhe, okay. Ich möchte halt eigentlich gerne wenig Truhen möglich, da ich ja weg muss zwischendurch dann und sowas. Und ich glaube, dass es nicht so gut ist, wenn ich dann ein paar Truhen habe. Allgemein muss ich mich eventuell beeilen, weil ich mein Familienmitglied auch noch wegfahren muss gleich. Hier sollte ich mich vielleicht ein kleines bisschen beeilen. Aber naja, gut. Ja, nochmal ein paar Goblins, die sich darum kümmern sollten, mit dem Magier hinten dran. Und dann sollten wir jetzt hier gleich nochmal einen Pfeilhagel reinballern. So. Mit dem Magic Man noch ein bisschen was auf die Mütze kriegt. Das gefällt mir jetzt so gar nicht. Mit dem Drachen noch dazu ist das ein bisschen unfair. Aber okay, da ist der erste. Wir verlieren die Tower so schnell. Das ärgert mich ein bisschen, aber okay. Ich habe ja auch eigentlich ein sehr, sehr aggressives Deck, das ja auch nicht so zum Rumpimmeln ist, sondern eher so zum aggressiven Vorgehen. Deswegen, ja, muss ich eigentlich aggressiver spielen und darf nicht immer so auf Verteidigung. Oh, der Gegner das Spiel verlassen. Das ist interessant. Er ist wieder aufgenommen. Scheint aber Internetprobleme zu haben. Was können wir uns zu einem Vorteil nutzen, eventuell? Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, und der Magier sollte sich um das alles kümmern. Er sollte ruckzuck weggehen hier. Zack, zack. Ich glaube, er hat einen Pfeilhagel, oder? Ich habe schon wieder vergessen, aber ich glaube schon. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Der Exil-Sammler tot, aber in Ordnung. Okay, er hat einen Pfeilhagel. Ist gut zu wissen, aber nervig. Ziemlich nervig. Aber okay. Aber wir machen das erstmal Damage an dem Turm. Das ist natürlich jetzt nicht so geil ist, ne? Aber gut. So, zack. Nope. Nope. Einfach nur nope, Mann. Nope. So. Ach nö, es geht ja direkt auf die. Das ist natürlich blöd gelaufen. Das wollte ich nicht. So. Und Riesen hätte ich gerne noch dazu. Denn der Riesen haut den Gegner schon weg. Genug. Okay, das ist blöd, weil ich hätte auf die Skelettermi zielen sollen und nicht so. Aber okay. Wir können das noch reißen, wir können das noch schaffen. Irgendwie in dem Paralleluniversum schaffen wir das auf jeden Fall. Habe ich so mir gehofft und erdacht. Überhaupt das wirklich die Umsetzung ist, so wie ich das hoffe, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall wert. So, dann nochmal ein Riesen vorne vor. Hier nochmal den Kessel laufen, das nicht viel bringen wird. Deswegen sagen wir ein gutes Spiel. Es ist over. Over and over again. Es ist vorbei. Einfach nur vorbei. Was ein bisschen schade ist. Eieiei. Es ist vorbei. Oh gut. Was ist das nochmal? Glück wünsche ich dir, Herr Gegnertier. Das Gegnertier wünsche ich viel Glück hier. Denn ein Glück wird der gebrauchen, das Gegnertier. Deswegen hauen wir nochmal eine Wunderfeilhagel rein. Der Gegner denkt nur, lass das, du Schwein.
Ja, wer meint, da bin ich schon einmal draufgehauen. Das ist doch schon mal was, ne? Ist doch schon mal was, ist das, ne? Da sollte auch nicht so viel durchkommen jetzt an Damage. Soll eigentlich alles rechtzeitig kaputt gehen. Sehr schön. Pfeilhagel hatte er, oder? Ich bin mir so. Ja, wir probieren es aus, Leute. Wir probieren es einfach aus. Entweder hat das oder nicht, und das werden wir jetzt herausfinden. Sieht aber aus, als hätte er keinen. Oder momentan einfach nur keinen. Das kann natürlich auch sein. Okay, er hat einen. Interessant zu wissen, interessant zu wissen. Elixier sammeln auf jeden Fall. Für mehr Elixier. Weil mehr Elixier heißt mehr Spaß, mehr Einheiten und mehr Spannung und Spiel. UI Product Placement for the Wind. Das ist ja cool, oder? Davor, du wirst von UI bezahlt dafür, dass du UI ist, Mann. Wie cool wäre das, bitte? Das ist mal ohne Spaß, das wäre schon mega geil, oder? Also ich würde das persönlich hardcore feiern und hätte nichts gegen. Das wäre schon geil, oder? UI würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ganz klar. Oh, der Feier ist ein bisschen schlecht geworden. Okay, doch nicht so schlecht, weil er schnell genug meinen Einheit getötet hat, dass er wieder gut war, der Feinhagel, was sehr, sehr schön ist. Ja. Zack. Nochmal der Exil-Sammler, der könnte helfen. Das ist, ja, okay. Die sollten aber nicht durchkommen, da sollten jetzt meine kleinen Feuergeister ein bisschen was regeln und sagen, nee, heute nicht, morgen vielleicht. Probier es morgen nochmal, heute haben wir leider kein Foto für dich. Naja, ist das ab und an. Dann hätte ich gerne noch einen Ofen. Ein Riesen dazu. Dann nochmal eine Hexe. Und einen Pfeilhagel auf jeden Fall. Weil der Nerv fängt schon wieder an, mit nervigen Gegnern hier rumzuhantieren. Was jetzt nicht so geil ist. So. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Der hat ordentlich was weggehauen. Aber okay, wir schaffen das, Leute. Wir können das schaffen. Ja, wir schaffen das. Irgendwie bestimmt schaffen wir das. Komm und schaff wie dir. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ich möchte alle Kronen. Ich kenne die Gefahr. Ganz allein schwang ich sie mir. Ich hol mir die Karten. Doch der Gegner sagt so, nee, das Kronenturnier beginnt. Komm, schnapp sie dir, die Kronen sind so nah. Doch ab und zu unerreichbar. Komm und hol dir die Kronen da. Jeder freut sich. Jeder will die Kronen. Jeder möchte die Macht erlangen. Jeder will der Beste sein. Doch keiner lässt es durch. Du Schwein! Komm und schnapp sie dir, alle Kronen sind so nah. Doch der Gegner ist unfassbar, nervig hier und lässt nicht durch. Das ist gemein, das ist so gemein, ja so gemein. Das war schön, oder? Nicht? Schade. Ich fand, das war gar nicht so kacke. Ein gutes Spiel, leider keine Krone bekommen. Auf keiner Seite. Defensiv starkes, durchlaufendes, durchwachsendes Spiel. Wir probieren noch einmal das Deck. Danach werden wir natürlich wieder auf Deck Spam wechseln. Und hoffentlich da ein paar Kundchen abholen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, liebe Leute. Ich muss mich echt gerade beeilen. Viel Glück, viel Glück, viel Glück. Ansonsten wird es diesen in zwei Teile geben, beziehungsweise cutten, das Rendern schneiden, andersrum schneiden und dann rendern. Und ja, das Ergebnis werdet ihr dann natürlich heute Abend sehen. Hoffentlich schaffe ich das dann noch rechtzeitig. Weil das immer so eine Sache ist, wenn ich dann noch schneiden muss. Das ist zeitlich mal ein bisschen aufwendiger als was ich jetzt mache. Ich nehme einfach am Stück auf und lade es am Stück hoch. Klingt einfach. Ist auch einfach. Also auf jeden Fall einfacher, als wenn ich mit Schneiden und alles auch noch Zeit verplempern muss. Das auf jeden Fall, liebe Leute. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Da kommt das Schweinchen, Mann. Das Schweinchen, was keiner haben kann. Doch dann kommt es ran und läuft dich um. Das Schweinchen, das will nur Stress. Und deswegen kriegt es das. Du und ich, wir sind zu zweit. Manchmal allein. Das ist bestimmt mega.
Nervig von euch mein Gesang, aber ist mir egal. Ich singe gerne, ich singe viel. Ich singe gerne auch mit dir. Doch manchmal, aber nur manchmal, muss ich kapitulieren. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Pokémon, Alter. Ich weiß nicht warum, aber ich habe dies. Ist das nicht so wunderschön? Ist das so wunderschön, ist das so, ne? Bin ich auch. Er ist geklärt. Poperana! So und so. Fireball! So, und da nochmal ein riesen Klatschen. In der Riese wird die Gegner flatschen. Umhauen, einfach so, bumm. Der Gegner macht Richtung. Weil der nervt ziemlich hart. Weil der deft alles, ja. Und das ist ziemlich nervig an dieser Stelle da. Ja, ich will da einfach nur durch und meine Kronen haben. Der Gegner will mir das leider verwagen. Ich weiß nicht, was der Wagen für ein Vorort ist, aber ist mir egal, weil er ist ganz cool oder so. So, und den dahin und den dahin, das finde ich super, denn... Da kommt eine Speerarmee voraus! Okay, ich dachte, er wird was spielen. Aber okay, wir kriegen auf jeden Fall eine Krone, wie es aussieht. Der Gegner Spiel verlassen. Sehr schön, vielleicht dachte das Spiel wäre schon vorbei, naja, egal. Wir haben ein Krönchen, ist schon in Ordnung, ne? Ich meine, eins ist besser als gar keins, aber keins ist besser als zwei und so, ihr wisst Bescheid. Wir wechseln wieder, was so schön ist, können das immer noch nicht öffnen. Schublade, ich muss euch das auch ändern, so. Viel Glück. Erstmal direkt Test machen, ob der. Ja, komm, wir testen einfach mal, ob er direkt. Ein Pfeilhagel hat. Wird er wahrscheinlich hierfür denn auch bewahren. Oh ne, ein Bomben. Ist das ein. Shit ernst? Können die so vorbei in dem Bombentower oder nervt der Bombentower die? Aha, der nervt ihn. Das war ja so klar. Und er wird bald auch noch gebarft von der Trefferpunkte her. Und ich fand ihn eh schon so nervig, weil er ihn sie deffen kann und so. Aber okay. Aber es ist okay, es ist okay, ey, ey, es ist okay, es ist einfach nur gut. Es ist okay to be universe, es ist okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, yeah, it's okay, yeah, 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 yeah. It's okay. It's okay, it's okay, hey, hey, hey. It's okay, man. Und dann lassen wir das daran. Er hat schon mehr Pfeilhagel, das ist das Problem. Deswegen würde ich ungern meine Lakaien schmeißen, weil die easy weg sind dann von dem blöden Pfeilhagel. Aber ich muss die Wolle da gleich rufen, weil da könnte sonst nervig werden. Ja, ja. Pack ich die da jetzt so hin? So, und bei dem hin. Das ist so nervig mit dem Bomben-Tower. Oh yeah, so nervig. It is so nervig. Oh yeah. Tak, 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 tak. Ich möchte da durch, Mann, es ist nicht mehr so viel daran. Ich will da durch, Mann, das ist nicht mehr so viel daran. Ich möchte das haben. Ich möchte da durch. Der Feuerlager ist raus, das könnte meine Chance sein und weg ist der Tower, ja. Ich freue mich so sehr, das ist so wunderbar. Der Tower ist weg, das freut mich, ja, so muss das sein, na klar. Der Tower ist weg, das freut mich, ja, so muss das sein, ja. Woo. Ich freue mir ein bisschen den Ast ab. Ich freue mir ein bisschen da rein. Die Unterhose ist schon fit.
Trip, mein, was auch immer ich labern wollte. Okay, Kronho, er möchte es drauf anlegen. Ist mir egal! Ich werde dich vernichten! Oh, Entschuldigung. Muss ich aufschütten. Ich bin lieber schon so ein bisschen leid, aber okay. Dann werden wir nochmal das singen und dann freuen wir uns natürlich. Jetzt wird der gleich wieder mit seinem blöden Kackdings hier kommen, Alter. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Und ich habe keinen Lakaien dabei. Das ist sehr, sehr nervig. Oh mein Gott, das hätte böse enden können jetzt. Richtig, richtig böse hätte das enden können. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Krone, go. Nee, ist vorbei. Eine Krone ist doch schön, oder? Eine Krone ist doch schön, oder so, ne? Eine Runde machen wir noch, auf jeden Fall. Dann muss ich, glaube ich, einen Cut machen, Leute. Okay, viel Glück, wir laden dich drauf anspringen. Danke. Okay, ist nett. Sprich wenigstens drauf an. Zack. Ist das dein Ernst, Mann? Ist das ernsthaft dein Ernst? Ist das? Oh, Will! Sein Ernst! Kann doch nicht wahr sein, Mann. Der nächste mit dem blöden Bombentower. Ist er wieder in Mode gekommen oder was? Ja, hast du schon die neuen Fashion-Angebote gehört? Der neue Bombentower ist jetzt auch da. Hm, der ist voll hübsch schon so. Nein. Nein, 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 das darf so nicht sein. Der Gegner muss weg, das Schwein. Das ärgert mich so sehr. Ich möchte nur hier durch Tuber. Ich möchte ein paar Kronen, denn ich muss bald lohnen. Los, meine ich, nicht lohnen. Okay. Babine! Das hat mich jetzt ärgerlich, weil ich nicht so Death-Zeug habe. Aber ist in Ordnung, weil ich mache da auch ordentlich Damage. Ja, ich habe nie genug Galaxien zu klammern. Wie soll der unter Dingen spielen, Mann? Oh nein, der eine kommt nicht durch. Oh, jetzt puff. Und puff. Oh, das war knapp. It was a little bit knapp. A little bit too much knapp for me. Okay, noch einmal ein Schweinchen und dann ist der Tower down, auf jeden Fall. Aber der Tower hat nicht mehr so viel, der andere von dem, ne? Ich muss eigentlich irgendwie dumm. Mit der Macht von Grayskull. Ich glaube, das hilft. Oder ich spiele einfach ein paar Einheiten. Oh ne, der ist da unten, der Tower. No! Okay, da kommen ein paar Lakaien rein. Und die freuen sich so sehr. Die hauen den Tower um. Oh yeah. Da will ich das da noch kaputt hauen. Der Gegner muss rumflauen. Oh, komm schon, bitte. Das ist echt nicht mehr viel, was da fehlt, Mann. Das ist echt nicht mehr viel. So. Schon, bitte, irgendwie schafft das. Das wäre so geil. Komm schon, nice. Nice, nice. Ja, das läuft ja sehr gut gerade, oder so halbwegs auf jeden Fall. War besser als 3 Achtel mal so viel wie 3 mal 5. Ergibt keinen Sinn, ja ich weiß. Soll ja auch so sein, ne? Es soll ja auch einfach mal so sein. Mann, das nervt mich. Ich will immer mal mehr als eine Krone haben. Ohne Spatsch. Das wird nicht ausreichend, Kollege. Das ist viel zu viel Elixier, was du jetzt geracet hast dafür. Aber okay. Ich beschwöre mich auf jeden Fall nicht. Jetzt soll ich mich beschweren, Mann. Ah, gutes Spiel, Mann.
Warum regt er sich auf, weil er 2 Kronen bekommen, diese Pussy, Alter. Ohne Spaß. Eine Runde machen wir jetzt noch. Ich brauche jetzt 3 Kronen, ansonsten wird der Part gesplittet, Leute. Ich muss dann echt los. Es tut mir sehr, sehr leid. War gut. Glück. Glück, Glück. Glück. Für Glück. Ich wünsche dir für Glück, Mann. Ich wünsche dir für Glück, Mann. Ich wünsche dir viel Glück, Mann, und ich hoffe, dass deine Träume wahr werden. Und ich gewinne, denn das sind deine Träume. Deine Träume sind so wunderbar. Denn ich soll gewinnen, oh ja. Ich würde mich über einen Sieg sehr freuen. Und du wirst es auch nicht bereuen, wenn du mich einfach gewinnen lässt. Weil du bist dann im Video. Komm schon, wisst ihr, was nervig ist, dass ich unter Zeitdruck spiele? Das ist ein bisschen blöd, aber dann kommt Leute kompart, wenn ich mich jetzt nicht beeil und so. Aha. Wäre ich mal gestern nicht so spät ins Bett gegangen, dann hätte ich das alles viel eher aufnehmen können. Und dann gäbe es ja jetzt nicht alle Kronen, aber weiß ja nicht, wie ich am besten das machen soll, immer so. Mann. Ich bin immer so unentschlossen, was ich machen soll. Ob das besser ist, wenn ich eher aufnehme, dadurch halt nicht alle Truhen kommen oder. Ob euch die Truhen egal sind und ich dafür dann eher aufnehmen soll, damit auf jeden Fall das Video auch kommt und alles. Ich bin mir so immer unentschlossen, liebe Leute. Es tut mir dann so sehr leid, aber ich bin eigentlich. Das ist, liegt nun mal in meiner Natur, so ist das. Tut mir sehr leid. Ich bin auch übrigens ein sehr, sehr schlechter Entscheider. Entscheidungen treffe ich sehr ungern, weil ich nie weiß, welche Entscheidung ich treffen soll. Und das ist immer blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist blöd, ist kacke, macht man auch. So, jetzt aber, ja. Schätze das weg, holt mir die Krone, bin ich zufrieden. Haben wir schon mal eine. Nein, okay. So. Hier werfe ich die jetzt einfach hin. Dann gehe ich hier durch. So ist der große, große, weite Plan. Ob der wirklich umsetzbar ist, das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Ich weiß das leider nicht. Ob das klappt so, aber ich glaube nicht. Wie das aussieht, krieg ich ganz schön aufs Gesicht. Das ist nicht so toll. So, machen wir mal so. Hat er uns schon oft den Arsch gerettet, indem wir die so halb aufgesplittet haben, aber diesmal wird das nicht den Arsch retten. Vorne kommen, man kennt das nicht mehr, lebt das nicht mehr, hassen es alle. Man kennt das nicht mehr, lebt das nicht mehr, hassen es alle. Nein, Hexe, nicht so weit, das ist eine Bombe. Warum machen die das? Warum laufen die denn immer absichtlich rein? Sind die dann blöd? Ja, sind die, aber trotzdem. So, wir wollen deffen. Wir wollen ihnen nicht alles geben. Wir wollen deffen. Wir wollen ihnen nicht alles geben. Wir tun es aber. Mann. Ah, Mann. Ich muss das jetzt durchziehen, Mann. Ich weiß nämlich, dass ich danach eventuell keine Lust mehr habe, weil ich jetzt schon ein bisschen aufgenervt bin. Ich bin aufgenervt, liebe Leute. Seid ihr auch aufgenervt? Viel Glück. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich irgendwie gerade verschluckt oder so. Ich wollte sprechen und dann kam irgendwie doch nichts raus. Tut mir sehr leid. Huch. Ist das dein Ernst? Er hat auch schon... Bombentower. War geil. Die auf Bombentower. Sind die geilsten Tower der Welt, Mann. Nicht. Warum hat man einen Bombentower dabei? Der ist noch nicht mal gebufft worden. Er ist immer noch auf dem alten Stand. Ja, und der Feuerball rein, dieser Junge. Ich komme auf Fernangriff, komme ich durch?
Du hast eine Bombentower-Trigger, das ist sehr gut zu wissen. Sehr, sehr nice. Aber das hat er wahrscheinlich jetzt auch mitbekommen. Und wird jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen anders strukturieren und anders hinstellen. Oh, Barbarenhütte. Okay, das heißt, er kommt noch Elixier. Das Problem ist, ich habe gerade auch nicht so viel Elixier. Das heißt, es ist ein bisschen blöd. Aber gut. Wir haben eine Hexe, die wird das regeln. Die wird sich drum kümmern. Wir haben eine Hexe, die kümmert sich darum. Die macht den Gegner krumm und wir hauen ihn um. Jo, wir haben eine Hexe, die kümmert sich darum. Wir machen den Gegner krumm, die kümmert sich darum. Wir haben eine Hexe, das ist ziemlich nice. Die Hexe haut alles um mich um in Erdbeereis. Aber lieber mit Schoki drin, weil Schoki Eis noch besser ist. Ja, genau so geht das Lied, Leute. Genau so und nicht anders. Das ist unfair, da hat so viele viel. Lass mich doch mal durch hier, die Skelettarmee muss ran. Spiel die bitte und mach den Gegner putt. Denn der Gegner nervt zu hart, das muss weg. Ist Verschmutzung von körperlichem Eigentum. Wir wollen den Gegner umholen. So, der haut so viele Einheiten raus, ich weiß gar nicht, was ich damit anstellen soll. Was soll ich dagegen machen soll. Aber wir können wir gut deffen, liebe Leute. Wir können noch gut deffen. Das sollten wir natürlich beibehalten. Beibehalten noch! So. Machen wir hier nochmal die hin. Die Goblins, die sollten die hoffentlich rüberziehen. Tun sie aber nicht. Na komm schon! Das ist so eine Masse! Ich hab keine Rede! Mann, bei mir wird sowas nie funktionieren! Mann, ich will doch nur noch 2 Kronen. Was ist denn da so schwer? Komm schon. Mann, ich heul gleich. Ich bin unter Zeitdruck, brauche noch 2 Kronen, finde keinen Gegner. Dave, gib mir doch mal. Glück. 1, 2 Kronen bitte. Hat das vielleicht irgendwie geholfen? Weiß es nicht. Vielleicht weiß er jetzt ja Bescheid. Wäre cool, glaube ich aber nicht. Barbaren, die müssen etwas wahren. Die müssen etwas versuchen, den Gegner zu fluchen. Hoffentlich schaffe ich hier ein bisschen was. Die Barbaren machen den Gegner nass. Ich hole noch eine Skelettarmee dazu. Auf der anderen Seite, ich bin klug. Denn immer auf der gleichen Seite ist so schlimm. Der Knall war da, habt ihr ihn gesehen, Mann? Habt ihr ihn gesehen? Der Knall war wieder da. Der Knall, ja. Oh ja, yeah, der Knall. Oh, der Knall. Ja. Hi, ich bin Tom. Und habe einen Knall. Aber haben wir das nicht alle irgendwo ein bisschen in uns drin? Tief in uns drin? Neben der Niere und der Leber, wo früher mal eine Minibar war. Da, wo mein Leber war, ist das eine Minibar. Da. Na, wir kennen das Lied. Okay, das heißt nicht Ufta oder so, glaube ich. Na, auf jeden Fall glaube ich, dass es nicht so geht, aber ne, wir kennen das. Zack, mach das Ding kaputt da jetzt. Okay, da wollen die nicht. Nur 2 Kronen, nur 2 Kronen, das ist gar nicht so. Kann man schaffen. Das kann man auf jeden Fall schaffen, liebe Leute. Ich glaube an uns. Ich glaube, das jetzt nicht so klingt, aber ich glaube wirklich so ein bisschen an uns. War nicht so viel wie sonst immer, aber momentan glaube ich an uns. Hat man mich überhaupt verstanden? Ich kann es halt so schwer einschätzen, wenn ich so nah ins Mikrofon gehe und so, ob man mich denn überhaupt verstehen tut. Aber ich hoffe doch einfach mal. Nein! Lass das jetzt! Meine Phrase! Mann, immer mal der so viel kaputt von mir. Ich will doch nur eine Krone. Come on and take with me the money in the house. Yeah, come on with me and take the money with me in the house. Komm
schon, einer muss nur durch. Einer muss nur durch und da drauf schießen. Komm, 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 komm. Nein, lass ihn doch in Ruhe. Geh doch mal einfach einer auf den Scheißhaus da. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Nice. Ich meine, war immer klar, war geplant, war Dings. Das. Nur noch eine Krone, liebe Leute. Noch eine Krone haben wir es. Ich werde das durchziehen, egal. Huch. Oh Mann, ey. Ich muss damit aufhören, wenn ich so nah dran bin und dann auf einmal einfach aufzuschauen. Bin ich nicht so geil, Alter. Pavrana! Pavrana, Pavrana, Pavrana! Pavrana, Pavrana, Pavrana! Pavrana Remix! Pavrana Remix! Jeder kennt den Pavrana Remix! Yo! Yo! Pavrana Remix! Yo! Pavrana Remix! Yo! Ich kann Rapper werden, oder? Ich kann Yo und Remix. Mehr braucht man auch nicht als Rapper. Man braucht nur Pavrana und Remix. Ne, Remix und Yo! Yo, yo, no, 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 yo, yo. Pavrana Remix, yo. Pavrana Remix, yo. Pavrana Remix, yo. Okay, das wird wohl nicht so ein einfaches Spiel. Dann muss ich meine Ärmel hochkrempeln. Verdammt, ich hab ein T-Shirt an. Was machen wir jetzt? Wer denn? Rein weglaufen und da irgendwo bewahren setzen. Dann ist Glättarmee. Und dann machen wir Trick 17,9. Werden. Dann Fassung werfen. Dann. Machen wir. Da Ablenkung. Da aber die Kleinen hin. Weil der denkt, was macht er jetzt da? Und weiß nicht genau, was wir tun. Aber wir deffen damit das Pomerano-Schwein. Weil ich wusste, dass es kommt. Und jetzt deffen wir das. Wow. Wäre es jetzt sogar alles geplant gewesen, wäre es irgendwie cool, oder? Ich meine, das war geplant. Ich habe ein bisschen laut gedacht, tut mir leid. Ich bin ein bisschen leid dafür, man muss man auch mal laut denken, weil das denkt man nicht. Ja. Das ist die Theorie der Praxis. So, machen wir das da hin. Die da noch hin. Zack, zack. Das ballern wir da noch mit drauf. Und packen wir da das hin. Und den da mit hin. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt da die hin. Die rasieren die weg, gehen durch, hauen den Tower um und dann kriege ich Punkte und dann freue ich mich und dann werden die geknallt. Und dann wir da hin, das da hin und dann freuen wir uns gleich. So. Verstehst du, was ein Schwein mit Hammer ist? Kronen K.O. Wir haben das Kronen K.O. Jeder mag es, doch keiner liebt es. Das Kronen K.O. Kronen K.O. Jo, das Kronen K.O. Jo. Wir wollen die feiern mit ganz viel Wurst im Korb. Was soll das? Mann, ich hab echt gerade. Ich hab mir extra einen Zeitpuffer eingebaut, aber der ist jetzt gleich weg. Okay, also meine Mom kam in den Hof und wollte, hat mir im Schrank gesagt, das Essen. Das bedeutet, ich werde jetzt das Essen ausfallen lassen, gleich mein Familienmitglied wegbringen, dann nach Hause kommen, kaltes Essen essen und dann. Ich mich fertig machen. Lass ich heute Abend selber los. Okay, also ich muss jetzt gleich fertig sein. Oh, der Gegner das Spiel verlassen. Das können wir gerade nicht schnell durchziehen. Dann sollten wir das endlich schaffen und dann werde ich mir gehören. Tack, 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 tack. Komm schon. Oder ich lasse den Gegner selber schnell durchlaufen, ist mir egal. Weil er irgendwas macht zum Treffen, ist mir egal. So, puh. Nice one! Liebe Leute, wir haben es doch noch rechtzeitig geschafft. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu spät bin und dann Ärger kriege, weil ich zu spät los habe.
Egal. Wir öffnen jetzt die Kronentour. Gucken, was drin ist. Gold, Juwelen, ja geil. Feuer, Dinger, ist auch geil. Und so, Lakaien, okay, brauche ich nicht so viele. Und Riesen, okay. Das ist sehr schön. Ich bedanke mich recht für das Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über eine Bewertung freuen und über einen Kommentar. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye bye, euer kleiner Tom. Ich muss los. Ciao!